So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen, ihr Lieben. Und zwar will ich nochmal ganz kurz mit euch sprechen. Erstens, zu gestern der Stream, vielen Dank nochmal an die Sakura-chan und an die Hino, die mich durch den kompletten Stream von dem Spiel A Plague Tale: Innocence begleitet haben. Super geniales Spiel. Für die Leute, die das gerne nachgucken wollen, das könnt ihr auch gerne tun. Und zwar, der Stream wird noch, es ist heute Samstag, der 25.8. Ne, andersrum, der 31.8., Entschuldigung. Der Stream wird oben sein, bis einschließlich Sonntag. Heute bin ich aktuell dabei, weil ich gestern geistesgegenwärtig war und habe den Stream noch mit zeitgleich aufgenommen. Das bedeutet, der Stream wird in schön brav in 25 Minuten Häppchen hochgeladen. Das bedeutet, ihr müsst euch, wenn ihr das Spiel angucken wollt und meint, ihr habt einen Sonntag mal Zeit, könnt ihr den Stream nachgucken, das könnt ihr tun. Allerdings sind es 11 Stunden. Wichtig ist halt, das Spiel startet im Stream ab der 30. Minute ungefähr. Im ersten habe ich noch mal ein bisschen LOL gespielt und in den letzten paar Minuten habe ich noch ein bisschen... ein bisschen über das Spiel gesprochen. Das bedeutet, wenn ihr euch die letzten 15 oder letzten 10 Minuten ungefähr anguckt, werdet ihr ein paar Sachen halt finden, die ab Montag dann nicht mehr auf YouTube sein werden. Und wenn ihr aber trotzdem Lust habt und es nicht schafft, das Spiel selbst oder den Stream selbst anzugucken, dann wartet einfach, denn ich werde das Spiel stückweise, vielleicht auch täglich, als... Let's Play hochladen. Ich bin die ganze Zeit da schon mit Movie Maker am Arbeiten, das in Häppchen zu schneiden, und später werde ich das dann bearbeiten. Das werde ich aber nicht heute fertig schaffen. Von daher wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr da Bock habt. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Deswegen bin ich jetzt gerade so am Entspannen. Will euch natürlich auch noch ein paar Sachen halt sagen, wie es halt so läuft, was ich halt gerade mache, und wollte euch nicht ohne Informationen hier stehen lassen. Von daher, ich habe noch ein bisschen zu tun. Ihr könnt euch den Stream anschauen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr keine Zeit habt oder so, Urlaub seid oder sonst was, dann könnt ihr das auch gerne nachher machen. Das ist nur so eine kleine Information für aktuell für meinen Kanal. Und ja, nächstes Spiel. Ich bin immer noch so ein bisschen am Suchen. Wegen dem nächsten Let's Play-Titel könnt ihr auch in die Kommentare halt reinschreiben, ob ihr euch irgendwas wünscht. Ich schwanke zum Beispiel persönlich als nächstes Let's Play-Projekt für Shadow of the Tomb Raider eventuell. Vielleicht auch gegebenenfalls ob Elder Scrolls 5 Skyrim. Und als nächstes Stream-Projekt, je nachdem, was halt so, wie viel Geld ich für meine Geburtstagsfeier ausgebe. das nächste Stream-Projekt, das Spiel Draugen, ist aber auch an einem Abend durchgepetzt, und das werde ich wahrscheinlich, ich gucke mal, ob ich das so handhaben werde wie hier, weil das ist nicht ganz so lang wie ihr Plague Tale. Aber kurzes Infovideo, wenn ihr Bock habt, ich freue mich auf ein bisschen Talk in den Kommentaren, und ich habe mir gedacht, das kam ziemlich gut an, so zwischendurch mal so Infovideos oder so, wie es halt läuft. Gothic 2 Nacht des Raben ist durch, wunderbares Spiel, super toll, hat Spaß gemacht, und Plague Tale auch, absolute Kaufempfehlung von mir. Holt euch das Spiel, legt es euch zu, setzt auf die Wunschliste, je nachdem, wenn es im Angebot ist. Klar, natürlich 45 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Ich sage, es ist es wert. Habe ich den Entwicklern gerne gegeben, ist ein super tolles Spiel, aber natürlich kann ich auch verstehen, dass es im Geldbeutel nicht immer so super läuft, und da kann man es sich auch holen, wenn es zum Beispiel mal im Angebot ist oder so. Also bis dahin, ich werde Plague Tale, den Steam-Link, in die Videobeschreibung reinsetzen, und alles Weitere sehen wir dann. Bis dahin, macht's gut, ciao!